Gott sei Dank und Segen. Schwierige Tage haben wir allesamt, ja. Und Tage auch voller Wunder in unserem Leben, ja. Und damit meine ich natürlich solche Wunder, die der Herr korrigiert, einfach alles um uns herum, wenn alles so aussieht, als würde es nie wieder gut werden, ja. Wenn alles zerbricht, ja, alles nur noch dunkel ist um dich herum, dann denkst du, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, ja, wie soll ich da raus, was soll ich tun, wohin soll ich gehen, ja, wohin soll ich gehen, ja? Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, ja? Wir müssen immer wieder rückbesinnen, was hat der Herr eigentlich an uns getan, ja, und was hat der Herr eigentlich noch vor. Der Herr sagt uns, dass seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken, ja? Seine Wege sind nicht unsere Wege. Aber die Frage ist, begreifen wir dies denn wirklich? Ja? Sehen wir dies wirklich ein, dass es so ist? Das ist die Frage. Was sollen wir tun, wenn wir in solcher Situation sind? Auch wenn die Sonne scheint, ist es dunkel, weil die Sorgen, obwohl wir sie abgegeben haben, sind da. Was sollen wir tun, wenn wir so kraftlos wären, dass wir nur noch zum Herrn aufschreien können, um Rat fragen? Ja? Aber die Antwort gefällt uns nicht. Das musste ich vor 2 Tagen auch tun. Ja? Das habe ich in der einen Predigt gesagt. Ich wusste nicht weiter und eigentlich weiß ich auch jetzt noch nicht weiter. Ja. Weil die Antwort hat mir nicht gefallen. Ja. Die Antwort hat mir nicht gefallen. Und diese Antwort höre ich zum 5. Mal, das weiß ich noch gar nicht mehr. Aber ich muss das machen, was der Herr mir ins Herz gesagt hat. Und das muss ich tun. Und diesen Weg so auf die Art weitergehen, wie der Herr es möchte. Ja. Nicht mehr mein Wille soll geschehen. Ja. Nicht mein Wille. Ich selber muss mich verleugnen, um Jesus nachzufolgen. Ich selber muss sagen, ich bin gestorben. Der Herr lebt durch mich. Ja? Ich habe das lebendige Leben, weil Jesus in meinem Herzen ist. Durch den Heiligen Geist. Ja? Nur durch den Glauben, ja, kommt der Heilige Geist in dein Herz. Nur durch den Glauben an den Herrn. Nur so. Nicht auf eine andere Art und Weise. Auf das gehe ich natürlich nicht mehr ein. Das habe ich einfach so auch verstanden. Wenn ein Nachfolger nicht immer wieder den Rat fragt, bei demjenigen, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ja, wenn derjenige, der nicht zu der Quelle des Lebens kommt, nicht zur Quelle der Wahrheit kommt, ja, nicht zu dem kommt, der gesagt hat, dass er der Weg ist, ja, dann wird es schwierig, dann wirst du immer eigene Entscheidungen treffen, eigene Wege erwählen und eigene Wahrheiten, in Anführungs- und Schlusszeichen, für dich finden. Das sind dann die Lehrer, die, ja, die du suchst, weil sie in den Ohren kitzelt. Ja. Das sind dann natürlich nicht nur Pfingstcharismatiker gemeint, das sind allgemein allesamt gemeint, die nie den Rat beim Herrn suchen. Ja. Das ist sehr wichtig, dies zu verstehen, und zwar von Anfang an. Ja. Von Anfang an wirklich. Bei mir war das natürlich eine andere Situation. Ich hatte diese Möglichkeit nicht. Ja. In einer muslimischen Familie wie ein, ja, verstecktes Leben als ein Nachfolger Jesus, bis ich da rauskam. Das war schon anders. Aber im Normalfall ist das immer das Gleiche. Ja. Von Anfang an muss man denjenigen, der zum Herrn gekommen ist, der vom Herrn gezogen wurde und zum Herrn Ja gesagt hat, ihn angenommen hat als seinen Herrn und Erlöser, derjenige muss sofort belehrt werden, dass er immer fragen muss nach dem Herrn, immer um Rat fragen und wohin, was soll ich tun. Wenn dieser neue Jüngling die Antworten immer wieder bei denen sucht um sich herum, ja, Menschenworte, dann wird es ganz schlimm. Ja, das habe ich alles am eigenen Leibe eigentlich
erlebt. Ja? Und das machen viele. Und in unserer Zeit ist es eben das Kritische, das Internet ist da und die meisten suchen dann dort irgendeinen, ich muss offen so sagen, irgendeinen Spinner, irgendeinen Wahnsinnigen, der irgendetwas lehrt, irgendwas, ja, irgendeinen Irrgeist. Ja, da rede ich nicht mal wieder vom Pfingstcharismatik, das ist eine andere Kategorie vom Wahnsinn. Das sind andere Geister dahinter. Das hat nichts mit dem Heiligen Geist zu tun. Die vielen in YouTube, die lehren einfach irgendetwas, ja. Die wissen gar nicht, was die Wahrheit ist. Sie lehren das so auf die Art, die verkehrte Art, zum Verderben führende Art, weil sie kennen es nicht anders, ja. Wie willst du die Wahrheit erkennen, wenn du den Heiligen Geist nicht hast? Wie willst du erkennen, dass Jesus Gott ist, wenn du den Heiligen Geist nicht hast? Ja? Wie sollst du die Bibel, die Wahrheit, ja, das Wort Gottes verstehen, wenn du den Heiligen Geist nicht hast? Da ist es verschlüsselt. Da wirst du nichts von dem verstehen. Ja? Darum immer um Rat fragen und immer wieder bereit sein, umzukehren und Buße zu tun. Ein Nachfolger Jesus, Christ nennt sich jeder, ein Nachfolger Jesus, der nicht bereit ist, umzukehren und Buße zu tun, ja, nie eine Belehrung anzunehmen, der ist arm dran, ja, der ist arm dran. Von demjenigen kannst du ganz sicher sein, der fragt gar nicht nach dem Herrn, ja, der fragt nicht, der will gar nicht, ja, ihm gefällt es so, wie es ist, auch wenn es falsch ist. Hauptsache Sensation, ein sensationslustiger Mensch ist diese Person. Hauptsache ich erlebe viel. Ich habe Gaben bekommen. Ja? Ich habe ein Wort bekommen, ein großes Wort. Prophetie. Ich habe geträumt. Ja? Ein anderer wiederum, ich habe da so gehört und so ist es gemeint. Und wenn du das dir dann anhörst, als ein echter Nachfolger ist, dann was ist da los? Was wird da gelehrt? Und wieso nimmt es diese Person einfach für bare Münze? Ja? Viele gehen so hin und her, die ganze Zeit. Und das hat fatale Folgen. Das braucht zum Teil vielleicht sogar Jahre, bis man umkehrt und Buße tut darüber. Wenn überhaupt, ja. Wenn überhaupt. Ich hatte es einfach schmerzhaft erlernen müssen. Ja, ich war in einer vollcharismatischen Gemeinde am Anfang. Jetzt ist es nur zum Teil besser, aber es bessert sich irgendwie. Ich hoffe, es wird wirklich noch komplett besser. Ja, es ist kritisch alles. Wie überall. Ja. Aber das wird sich ändern. Es muss. Es muss Umkehr und Buße geschehen. Es muss einfach. Ja. Es sind Sachen, die mich eben beschäftigen in dieser Zeit, wo sich dem Ende neigt. Wieso, dass ein Nachfolger Jesus nicht mal so auf Zeugnis von seinem Bruder zum Beispiel hört. Ich meine, ich habe viele Zeugnisse gehabt, ja. Viele Zeugnisse gehört, besser gesagt, von anderen in der Gemeinde, wo ich in der Full-Charismatik war. Und diese Zeugnisse waren zum Teil gigantisch und alles, aber was haben sie schlussendlich zu bedeuten, wenn diese Personen... Die sind dann weg. Die sind dann einfach weg. Ja? Also nicht jedes Zeugnis ist einfach so für bare Münze anzunehmen. Ja? Schaue zu, dass du beim Herrn ganz nah an seinem Herzen bist. Wie es der Apostel Johannes uns auch vorgezeigt hat. Ja? Ganz nah an seinem Herzen. Ansonsten wird es für dich so aussehen, dass du dich vom Herrn entfernst und du merkst es nicht. Ich wusste das am Anfang nicht besser. Ich wusste nicht, ja, was erwartet mich jetzt? Ich wusste es nicht. Ich habe gedacht, ich komme in eine ganz normale evangelische Gemeinde, so Kirche mit Glocke und mit viel Holz und so. Ich hatte null Ahnung. Aber dass ich in einer Kellerabteilung bin, in einer charismatischen Gemeinde, wo man nur schreit, überall mit Lautsprechern und nur schreit und laute Musik und so und ich... dort am Zittern und am Beben, nicht ahnend, was da auf mich zukommt. Ja. Das waren Zeiten, da musste ich wirklich durch alles hindurch, um anderen helfen zu können. Ja. Aber es muss doch nicht so weit kommen.
Es muss nicht so weit kommen, dass man so viel erleiden muss, um lernen zu können, den Rat beim Herrn zu fragen. Ja? Ich habe immer auf andere gehört, wegen Prophetie, wegen diesem und jenem. Komisch. Das habe ich alles immer gehört. Es war auch sensationslustig. Ja? Das ist der Mensch in unserer Zeit. Sensationslust. Wir wollen erleben. Ja? Und es steht anders, aber wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Ja? Es kommt ein Moment, wo wir dann im Schauen wandeln. Erst wenn wir dann verwandelt sind. Ja? Aber das wird noch kommen. Interessant, seit ich von der Arbeit raus bin, wurde ich schon mehrfach vom Teufel versucht, wie gerade vorhin auch. Ja? Teufel ist wirklich aktiv gegen mich am Kämpfen. Habe ich in der Arbeit auch gemerkt, dass der wütet, ja, den nervt es so richtig. Der nervt es so richtig. Soll nur weitermachen. Dem Feind gefällt es nicht, wenn du die Wahrheit sagst, wenn du es verkündest. Ja? Dem Feind interessieren die Personen nicht, die einfach so still da sitzen und nichts sagen. Ja? Kein Zeugnis zu geben haben, was der Herr an ihnen Großes gewirkt hat. Ja? Keine Sinnesänderung. Ja? Das ist Buße. Sinnesänderung. Ja? Den Teufel interessieren die Menschen nicht, die sich nicht korrigieren lassen wollen von allem Falschen, das sie tun. Dem Feind interessieren solche nicht, die in der Pfingstcharismatik sind. Die folgen schon dem Feind. Ja, die sind mit einem Fuß schon auf dem falschen Weg. Mit dem anderen Fuß gehen sie den schmalen. Ja, der Herr lässt ihnen die Chance, dass sie umkehren und Buße tun. Fast schon bis zum Schluss. Ja, ich sage fast schon bis zum Schluss. Ja, es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Und für denjenigen, der die ganze Zeit in der Sünde verharrt und so weitermacht, der Herr ruft 100 Mal, wenn es sein muss. Aber beim 101. Mal musst du wirklich mal so, ja, sofort umkehren eigentlich. Frag immer nach dem Rat beim Herrn. Ja, nicht beim Menschen. Wenn du beim Menschen Rat suchst, wirst du sehr, sehr rasch in die Irre gehen. Und wirst sehr, sehr rasch kaputt gehen an dir. Und du wirst, und das weiß ich ganz genau, du wirst dann in der Pfingstcharismatik kommen. Ohne dass du suchst. Du wirst vom Feind dorthin geleitet, weil du noch Prophetie eigentlich suchst. Ja? Du suchst nach Menschenweisheit. Du suchst nach Sensation und nach Großem. Ja? Nach einer Reklame, die aufleuchtet. Das ist es, ja. Das ist es da. Genau so muss es dann kommen. So wird es dann geschehen. Ja? So kommst du sehr auf die Pfingstcharismatik. Oder sogar andere Denominationen, die ähnliche Qualität haben. Ja. Dann wirst du anfangen, so Leute wie Timo Hoffmann zu hören, MCA, Nature 20, First Fruits Typ da und noch mehr und so weiter und so fort. Ja. Du wirst einfach Gehör schenken, weil sie dir große Situationen Sachen zeigen. Ja. Große Abenteuer. Wenn du nach dem suchst, ich kann dir nur das sagen, du gehst an einen falschen Weg. Wenn andere versuchen, dich da rauszuziehen, dass du ähnlich auf den schmalen Weg kommst, dann wirst du die Personen bekämpfen. Das weiß ich. Weil der falsche Geist, der klebt an dir. Ich habe schon viele Zeugnisse gehört, von denen die falschen Wege gegangen sind. Meistens war es Pfingstcharismatik natürlich. Weil mit dem ist viel verbunden. Das ist die größte Verführung in unserer Zeit. Mit dem ist viel verbunden, ja. Und dort ist es immer so. Es ist ein großer Kampf, bis du irgendwie auch nur irgendwie rauskommst, ja. Weil der Feind hält dich fest. Und das geschieht nur, weil du daran festhältst, ja. Hans-Peter Reuer hat mal so etwas ganz Gutes gesagt. Ich kann es schon wieder nicht so genau zitieren. Aber du musst loslassen, um gehalten zu werden, ja. Du musst loslassen, um gehalten zu werden. Wenn du nicht loslässt, dann wird der Feind, oder was auch immer du akzeptiert hast, dich auch gefesselt halten. Wenn du loslässt, der Herr wird dich halten, der Herr wird dich führen. Ja? Du musst dies akzeptieren. Der Herr muss dir vorangehen.
Der Herr muss dich belehren können. Der Herr muss an dir wirken können, dich formen können, dich reinigen können. Ja? Der Herr muss in dein Leben rufen und in dir leben und durch dich leben und weben können. Dies alles geschieht nur, wenn du loslässt, um gehalten zu werden. Und ich setze das noch hinzu, um weiterzukommen. Das ist eine sehr wichtige Lehre für jeden, von Anfang bis zum Schluss. Wenn man so nicht in dies hinein wächst, dann wird es sehr, sehr schlimm. Ja? Wird es sehr, sehr schlimm. Und dieser Weg kann sehr fatal enden. Das sage ich dir. Ich habe das alles schon mehrfach erlebt. Nicht bei mir allein, sondern bei vielen anderen. Das kann sehr böse enden. Ja. Im allerschlimmsten Fall wirst du bis zum Schluss verblendet bleiben und wirst... Wo wirst du denn aufwachen? Ja, wo wirst du denn aufwachen? Wache jetzt auf. Kehre um. Mein Rufen an dich ist ganz klar. Such den Rat beim Herrn, nicht bei den Menschen. Nimm keine Lehre an von den Menschen, sondern nimm die Bibel in die Hand und geh in das stille Kämmerlein. Das sollte eine längere Zeit von deiner Nachfolge eigentlich sein. Ja? Wenn du nicht Rat dort suchst, wo der Herr ist, ja? Mit dem Stillen, da, mit dem Herrn, da im Gebet, wo willst du diesen Rat suchen? Wo willst du das? Ja? Was musst du tun? Das mache ich immer öfter. Klar, manchmal habe ich so viel zu tun, dass ich nicht mache. Habe ich gemerkt, immer weniger Zeit, für sogar die Bibel zu lesen. Aber ich bin auch da im Dienst. Das ist keine Entschuldigung, aber ich bin da auch voll im Dienst. Ja? Aber das muss auch immer wieder ausbalanciert sein. Dass du wirklich ins stille Kämmerlein hineinkommst und dort die Zeit verbringst mit dem Herrn, im Stillen, mit ihm zusammen bist, zu ihm rufst, ja? Ihn Lob singst und Rat bei ihm fragst und dich leiten lässt und dich führen lässt. In allen Belangen. Diese Generation ist total verdorben und verloren. Tut mir leid. Aber das muss ich nach so viel Krach heute, seit ich raus bin, wirklich sagen. Diese Generation ist total durch. Keine Ahnung, waren die anderen Generationen auch so. Aber diese Generation ist wirklich total durch. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Was für eine Schande. Was ist die Endzeit? Ja. Das wollte ich dir einfach so sagen, so weitergeben. Ich hoffe, du kannst damit etwas anfangen. Es stärkt dich und verändert dich und du nimmst es endlich an, sag ich mal, wenn du es zum, keine Ahnung, wievielten Mal hörst in deinem Leben als Nachfolger. Nimm das an. Setz es um. Ja. Lass dich verändern vom Herrn. Unbedingt. Wenn du irgendwie in einer fast charismatischen Gemeinde bist, ich sage jetzt so, geh raus. Sofort. Ja. Ich würde das sofort selber auch tun, aber ich muss bleiben. Ich habe zu tun. Ja. Aber du, geh raus. Ganz klar. Das ist deine Aufgabe, dass du in der Nachfolge in der richtigen Lehre bleibst. Würde es bei uns null Veränderung geben, wäre ich auch schon längst weg. Aber ich muss noch bleiben. Mein Rat an dich, geh da raus. Und wenn du bei MCM oder Nature 23 oder so bist, diesen Wahnsinnigen zuhörst, ja, die gehören in die Psychiatrie bis zum Schluss. Das ist gar nicht böse gemeint, die brauchen das. Ja. Also entferne dich von denen. Auch den anderen, höre nicht zu, die solche Lehre bringen. Grüß sie nicht mal. Ja. Geh von denen weg. Das sind Verführer, irregeleitet. Ja? Die haben einen Irrgeist. Auch Timo Hoffmann und so. Geh weg von diesen Leuten. Ja? Das sind alles irregeleitete Menschen. Ja. Einfach auf die Bibel schauen und auf Geschwister, die Bibel auch so lernen, wie sie ist. Ja? Ganz nüchtern. Die Nachfolge ist eine ganz nüchterne Sache. Ja. Für einige ist es eben zu trocken und sogar langweilig. Ja.
müssen noch hinzufügen und wegnehmen und neu formen, ja? Wir müssen noch Spiritistisches dazu haben, dass es spannend wird. Eben leuchtende Reklame, ja? Überall Lautsprecher muss sein, viel Getöse, ja? In der Ruhe liegt aber die Kraft, ja? In der Ruhe im Herrn.